Ein turbulentes Jahr liegt hinter Nina Neuer. Vor allem privat hat die 27-Jährige so einige Hürden zu bewältigen und einen besonders schwerwiegenden Verlust zu verkraften. Ihr Vater Alfred Weiß stirbt am 9. April überraschend an einem Herzinfarkt. Der Berliner Hotelier wurde nur 70 Jahre alt. Nun, zum Jahresende, blickt Nina auf rührende Weise zurück und ehrt ihren Papa mit einigen Bildern. Auf Instagram teilt sie mehrere Fotos, die innige Vater-Tochter-Momente wie diesen zeigen. Stolz hält Alfred seine Nina im Arm, die glücklich lächelt und sich mit ihrem Hund an ihn kuschelt. Hier kann man deutlich erkennen, wie gut sich die passionierte Reiterin mit ihrem Vater verstanden hat. Genau wie auf diesem Urlaubsschnappschuss der beiden. Gemeinsam genießen sie die Atmosphäre und wirken sehr verbunden. Welche Bedeutung solche Aufnahmen nun für Nina haben, kann man sich nur vorstellen. Auch dieses Bild von einem öffentlichen Event teilt Nina mit ihren Instagram-Anhängern. Auf einer Gala im Jahr 2017 ist die hübsche Blondine von Mama Sabine und Papa Alfred begleitet worden. Eine glamouröse und zugleich innige Aufnahme der Familie. Worte braucht es zu diesen Erinnerungen nicht viel, weshalb Nina ihr Posting einfach mit einem kleinen schwarzen Herz versieht.